Die Fed hat lange, sehr lange, zu lange gewartet und muss jetzt wahrscheinlich dann umso stärker auf die Bremse treten. Dieses starke auf die Bremse treten wird in den USA als Policy Error bezeichnet, also als ein Politikfehler, den man hier begehen würde, indem man zu schnell die Geldpolitik straft und damit die so sensiblen Finanzmärkte ein bisschen ärgern würde. Diese Finanzmärkte, die wie alle Junkies sich an die harten Drogen gewöhnt haben, die gesehen haben, Mensch, das tut richtig gut, diese Droge sich da reinzuziehen, aber dann beginnen die Nebenwirkungen, es beginnt die Abhängigkeit. Wenn du nicht permanent diese neue Droge kriegst, dann wirst du hibbelig, dann wirst du nervös, dann verlierst du deine gute Laune, dann beginnst du dich schlecht zu fühlen und vor allem sieht man dann schon an den verschiedenen Körperteilen bestimmte Erscheinungen eben dieser schädlichen Wirkungen der Droge. Genau in diesem Zustand sind wir jetzt und die Junkies sagen also, Fett, so ein bisschen von der Droge kannst du uns vielleicht nehmen, aber bitte nicht zu viel, denn wir wollen ja unser Level einigermaßen halten und deswegen ist die Rede von einem Policy Error, das ist praktisch der Vorwurf des Junkies an den Dealer, du begehst einen Fehler, wenn du mir zu wenig von dieser Droge geben wirst. Und wir wollen uns mal die Lage der Märkte vor der Fed anschauen. Wie gesagt, hier ist oft die Rede von einem Policy Mistake, aber wie Michael Leibowitz hier richtig sagt, der Fehler ist nicht jetzt die Straffung der Geldpolitik oder das vermeintliche zu starke auf die Bremse treten durch die US-Notenbank, sondern man hat lange vorher diesen Fehler begangen. Man hat in einer Situation, als die Wirtschaft sich wieder geöffnet hat, als die Nachfrage massiv gestiegen ist, gleichzeitig aber das Angebot nicht hinterherkam, weiter Geld in die Märkte geschüttet, hat immer gesagt, die anziehende Inflation, die ist überhaupt kein Problem, die ist vorübergehend und jetzt hat man den Salat, jetzt hat man eine massiv hohe Inflation, eine nach wie vor hohe Nachfrage, ein nach wie vor zu geringes Angebot, man hat jetzt strukturelle Faktoren wie Mieten und der Löhne, die deutlich steigen, dementsprechend haben wir es hier mit einem strukturellen, nicht mit einem temporären Problem zu tun. Und das weiß alles die Fed inzwischen. Man hat es vorher, wie gesagt, versäumt, auf die Bremse zu treten, muss jetzt eben umso stärker wohl auf die Bremse treten. Und die Frage ist, wie vermittelt man das den Junkies als Dealer? Wie würde man das überhaupt kommunizieren können? Man muss irgendwie klar machen, ja, wir wollen die Inflation bekämpfen. Man muss also eine hawkische Botschaft senden, sonst kriegt man die Inflationserwartungen nicht runter, die ja praktisch eine selbsterfüllende Prophezeiung sind. Wenn man es nicht macht, dann würden sich zwar die Junkies freuen, also die Märkte, aber es hätte den Effekt weiterer Abhängigkeit, weiterer Nebenwirkungen, weiterer Inflation, die dann die Lage umso schwieriger macht, die Glaubwürdigkeit der Notenbank weiter erschüttern wird. Und wie das geht, das sehen wir ja in der Türkei derzeit im Extremausmaß. Also das wäre dann sozusagen ein Endzeitszenario gewissermaßen für eine Notenbank. Jetzt sagt hier Mish Shadlock, der in den USA sehr bekannt ist, die Fed hat eine Blase aufgeblasen und tut so, als würde die gar nicht existieren. Und hier zum Beispiel auch, nehmen wir mal an, wir bräuchten eine Fed. Es gibt in den USA durchaus, gerade aus den libertären Kreisen, Kritik daran, dass es überhaupt eine zentrale Institution gibt, wie eine Notenbank, die alles steuert. Man könnte hier auch hergehen und sagen, Mensch, lass doch den Markt die Zinsen regeln. Warum vertrauen wir hier auf eine Monopolkommission, eine Vierjahresplanstelle, die letztendlich zentralistisch festlegt, wie der Zinssatz zu sein hat? Das könnte man durchaus mal den Märkten überlassen. Und jetzt ist sie halt in dieser wirklich ziemlich unangenehmen, unschönen Situation. Selbst Kritik kommt, selbst von ehemaligen FED-Mitgliedern und das nicht zu knapp. Etwa Coach Lakota hatte ich gestern schon mal angesprochen oder war es heute Morgen? Gestern, glaube ich, der ehemalige Minneapolis-FED-Chef, der sagt, also die FED müsste sehr schnell jetzt die Zinsen über 2,5% anheben. Das wäre natürlich der Todesstoß für die Märkte. Dann würde man sich schnell mit Putz eindecken, mit dem Niveau von 1500 Punkten. Naja, da ist ein bisschen hin. Rabobank sagte etwa über Coach Lakota, wenn die Fed das wirklich machen würde, dann würde sie ein Blow-up in den Finanzmärkten auslösen und wahrscheinlich eine globale Rezession. Also das kann man auch nicht mehr machen. Das Problem ist für die Fed schlichtweg, sie hat diesen Ballon aufgeblasen, aufgeblasen, aufgeblasen. Als die Chance war, ein bisschen Luft abzulassen, hat man diese Chance nicht ergriffen, sondern weitergeblasen. Und jetzt ist eben natürlich die Situation die, dass die Schulden immer weiter steigen, dass also die
Zinsen, wenn sie denn mal deutlich steigen würden, natürlich immer schwerer zu schultern sind. Wie kommst du aus dieser miserablen Lage raus? Das ist eben die Frage. John Hussman, der sagte, also du kannst eine Blase weiter aufblasen, aber irgendwann musst du die Konsequenzen tragen, und je später du diese Konsequenzen trägst, also je länger du die Blase aufbläst, umso härter sind die Konsequenzen. Je länger ein Drogenabhängiger an der Nadel hängt, umso schlechter ist seine Gesundheit sehr wahrscheinlich. Jeremy Grantham hat damals den Satz gesagt, unabhängig wie hoch der Peak einer Blase ist, täuscht nicht darüber hinweg, dass faktisch es immer um wirklich ernsthafte Bewertungen, faire Bewertungen geben würde. Und jetzt eben nicht nur die Staatsverschuldung ein Problem, sondern eben auch für die Unternehmen ein Problem, die sich natürlich vollgesaugt haben mit diesem billigen Geld. Und jetzt haben wir zum Beispiel Investment-Grade-Bonds von weit über 2,5 Billionen Dollar, die alleine nächstes Jahr jetzt verlängert werden müssen. Die sind also Unternehmensanleihen, die haben eine bestimmte Laufzeit, und die müssen sich jetzt, über 500 große Unternehmen müssen sich jetzt im nächsten Jahr refinanzieren. Und wenn dann die Zinsen höher wären, also das Geld teurer würde, dann würde das natürlich auf den Gewinn der Unternehmen schlagen. Dieser Gewinn ist ja auch deshalb so hübsch, weil eben Geld nichts gekostet hat bei den Unternehmen. Dementsprechend wäre die Folge, so sagt es Mark Moss, eine Zombie-Apokalypse von Unternehmen. Und auch das stimmt, und das beschreibt diese Zwangslage der US-Notenbank, und nicht nur der US-Notenbank, sondern eben auch der EZB, die ja noch in anderen Träumereien gefangen ist. Sven Henrik hat es so gesagt, die Fed hat seit Monaten die falsche Politik gemacht, sie hat all das übertrieben und ist jetzt so deutlich hinter der Kurve. Den Schaden trägt der Konsument, der eben letztendlich dafür bezahlen muss in Gestalt von Inflation. Das ist eigentlich die unfairste und heftigste Steuer, die es gibt, denn die trifft vor allem die weniger gute Verdienenden. Sie haben eine Assetblase aufgeblasen und damit eben die Ungleichheit, die Wealth Inequality deutlich befördert. Denn diejenigen, die Assets haben, Aktien, Immobilien, die sind fein raus, die haben einen gewissen Inflationsschutz gehabt. Die all das nicht haben, die gucken jetzt eben in die Röhre. Aber die muss die Fed irgendwie auch behandeln, diese Geringverdiener. Es muss sie um sie kümmern. Und wir sehen, wie die Konsumenten in den USA bereits eingestellt sind. Hier etwa eine Umfrage unter den Haushalten. Da geht man davon aus, bei den amerikanischen Konsumenten, dass man im nächsten Jahr deutlich mehr ausgeben wird, aber man will gar nicht mehr kaufen, sondern man geht schlichtweg davon aus, dass man für dieselben Dinge viel mehr bezahlen muss. Das zeigt also, wie diese Inflationserwartungen jetzt natürlich ein Eigenleben entwickelt haben, und diese Inflationserwartung muss die Fed nach unten kriegen. Das ist der zentrale Punkt, um den es geht. Deswegen muss sie eine hawkische Message senden. Wenn sie das nicht tut, wie gesagt, verliert sie peu à peu weiter die Kontrolle. Und die Message, diese hawkische Wende der Fed, das ist auch jetzt bei den Dickfischen angekommen. Wir sehen hier etwa die Cash Balances, also praktisch die Cashbestände in den Portfolios großer Vermögensverwalter, ist jetzt so hoch wie schon seit einigen Jahren nicht mehr. Das war zuletzt, glaube ich, Anfang 2020 oder 2019 in etwa hatten wir eine solche Cash Balance von über 5%, also dass die Portfolioverwalter über 5% Cash halten. Das heißt, man sieht, die sind vorsichtiger geworden, müssen vielleicht aber jetzt nochmal rein in den Markt, wenn die Fed jetzt irgendwie eine dovische Mitteilung oder das Ganze dovisch verpackt, was sie da hawkisches zu sagen hat, dann könnte durchaus eine Rallye stattfinden. Das ist gar keine Frage. Saisonal ist ja alles günstig. Die Frage ist nur, wie nachhaltig wird diese Rallye dann sein, wenn eben absehbar ist, dass die Fed aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen muss, mithin den Junkies, also den Stoff entziehen muss, der für die gute Laune mit Nebenwirkungen gesorgt hat. Wir sehen aber, dass eben diese Dickfische, diese großen Player am Markt, anders als viele Medien hier sagen, jetzt inzwischen, ja, hawkish Central Bank Rate Hikes, das ist die größte Gefahr für die Märkte. Und hier sehen wir das im Dezember, der prozentuelle Anteil derjenigen, die sagen, hawkische Wende ist das große Thema, deutlich gestiegen ist. Inflation ist jetzt gar nicht mehr das Problem, weil man einfach davon ausgeht, dass die Fed jetzt gar nicht mehr anders kann, nachdem der Rubikon in Sachen Inflation bereits
überschritten ist. Covid spielt hier eigentlich kaum eine Rolle, sondern eben Inflation und vor allem Margendruck für die Unternehmen. Wir hatten gestern ja die US-Erzeugerpreise, die wieder mal deutlich höher waren als erwartet. Und wir haben jetzt eben die größte Differenz zwischen den Erzeugerpreisen, die noch krasser gestiegen sind als die US-Verbraucherpreise. Das setzt dann die Margen der Unternehmen unter Druck. Also hier ein sich verschlechterndes Bild, Profit Compression, wie das hier von Lance Roberts genannt wurde. Jetzt gab es eine solche Situation ja schon mal ähnlich, zumindest nichts wiederholt sich in der Geschichte, aber manchmal reimt sich Geschichte. Wir hatten ja in den 70er Jahren auch eine sehr, sehr große Inflation, damals ausgelöst vor allem durch Öl, durch die Boykottmaßnahmen der OPEC, Ölpreis nach oben gegangen, die Folge dann Inflation in westlichen Ländern. Dann kam 1979 der gute Paul Volcker an die Macht, damals noch von Jimmy Carter ernannt. Damals lag die Inflationsrate bei 13%, also deutlich höher als derzeit, aber die Leitzinsen waren bei 11%, das muss man sich mal vorstellen. Und der Volcker hat dann eben die Leitzinsen weiter erhöht auf heute unvorstellbare 20% und dafür, sehenden Auges wahrscheinlich, eine Rezession, eine Wirtschaftskrise in Kauf genommen. Das war dann eine wirklich heftige Zeit mit Massenarbeitslosigkeit. Die Leute haben ihren Job verloren, mehr als 10% Arbeitslosigkeit. Das war also eine ähnliche Situation. Da hat der Vorgänger Arthur Burns auch die Zügel schleifen lassen, hat dann so wunderbare Kriterien erfunden wie die sogenannte Kerninflation. Lasst uns doch mal Nahrung und Energie einfach rausrechnen, dann schaut die Inflationsrate besser aus. Man hat also vergleichsweise nichts gegen die Inflation getan und musste dann eben umso stärker bremsen. Paul Volcker war derjenige, der gesagt hat zu Jimmy Carter, ich bring dir die Inflation nach unten. Er hat nicht damit gerechnet, dass Carter ihn dann trotzdem nominieren wird. Carter hat das gemacht, sehr zum Wohlgefallen eigentlich nicht unbedingt auch des Nachfolgers von Jimmy Carter, Ronald Reagan, der dann allerdings zwar Paul Volcker schwer kritisiert hat für diese starken Zinsanhebungen, für die Knappung der Geldmenge, aber dann eben eine Heilung der Wirtschaft erleben konnte, diesen Boom der Reagan-Jahre erleben konnte, denn Volcker hat mit dieser Vollbremsung dann die Inflation nach unten gebracht. 1982 war die Inflation nur noch bei 6% und 1983 dann nur noch bei 3%. Also wenn jemand dann hart auf die Bremse tritt und sagt, liebe Leute, so geht es nicht weiter, ich meine es ernst, ich klopfe euch auf die Finger in Sachen Inflation, dann sinken die Inflationserwartungen und dann sinkt in der Regel eben auch die Inflation. Und genau das ist jetzt das Extremszenario, vor dem die Fed stehen würde, wenn sie die Dinge noch in den Griff bekommen wollte. Dagegen jetzt die Option, eben wenn wir mal auf das heutige Geschehen kommen, was könnte Jerome Powell Dovishes sagen? Eingepreist ist ja 30 Milliarden Tapering und dann möglicherweise Zinsanhebungen so Mitte nächsten Jahres. Erste 3 in 22, dann nochmal 3 in 2023. Er könnte Omikron ins Feld führen, nicht sehr wahrscheinlich. Er könnte sagen, Inflation ist am Peak. Die Daten weisen darauf hin, dass das nicht der Fall ist, zumal die Basiseffekte eben noch länger der Fall sein werden. Also so wahnsinnig viel Spielraum hat er nicht, aber das wird wirklich eine ganz, ganz delikate Geschichte heute. Und wenn wir uns jetzt mal die Reaktion der Märkte in den letzten oder bei den letzten Fed-Sitzungen anschauen, dann waren allesamt positiv zwischen 0,02%, 0,08% und dann am 27.01.21 2,57%. Die Bank of America sagt ja, es ist jetzt schwierig, noch auf der hawkischen Seite zu überraschen, weil eben hier diese ganze Geschichte mit Tapering, mit absehbaren Zinsanhebungen eigentlich ja jetzt schon bekannt ist. Aber die Dotplots, also die Zinserwartungen durch die Fed-Mitglieder selbst, heute wird ja auch die Wirtschaftsprognose veröffentlicht, die Inflationsprognose durch die Fed, die wird sie anheben müssen und eben die sogenannten Dotplots, die sind ein Hinweis, eine Botschaft an die Märkte, wie sieht die Fed selber die Lage jetzt in Sachen Leitzinsen. Also da kann man auch eine dovische Mitteilung über die Dotplots geben. Also das wird ein richtiger Hingucker. Und wir sehen, dass eben all das, was von Liquidität am besondersten profitiert hat, jetzt am schlechtesten abschneidet. Und das sind vor allem Aktien, die ein hohes Optionsvolumen haben. Eine Tesla, eine GameStop, eine AMC, eine Nvidia, wie sie alle heißen.
Und wir sehen, dass diese Aktien am stärksten unter Druck waren jetzt in letzter Zeit. Deutlich negative Performance in Relation zum S&P 500 und am Freitag ja der Verfall, der maßgeblich dann auch bestimmen wird, wie die Aktienmärkte mechanisch jetzt dann weiterlaufen werden, ob es zu dieser Jahresendrallye wirklich kommt, die sich viele herbeisehen. Und immer wieder sehe ich Kommentare auf meine Videos, ja, was redet ihr denn da? Die Indizes sind doch fast auf Allzeithoch. Ja, die Indizes eben wegen den wenigen schweren Tech-Werten, die sie stützen, aber nicht die allermeisten Aktien. Die allermeisten Aktien, das ist hier rot, das ist eben praktisch die Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt sind. Die Zahl wird immer geringer. Also das ist natürlich für Leute, die Index-ETFs haben oder was weiß ich, eben Indizes spielen, weniger ein Problem. Aber diejenigen, die diskretionär sind, unterwegs sind oder Fonds haben, die eben nicht nur Indizes abbilden und nicht den klaren Fokus auf diese Tech-Schwergewichte haben, die sehen schon, dass wir eigentlich in einem Bärenmarkt sind, der aber kaschiert wird eben durch die großen Tech-Werte. Wir hatten heute dann Einzelhandelsumsätze relativ schwach und das trotz einer nicht unerheblichen Inflation. Wenn man die abzieht, dann ist wahrscheinlich der Konsum überhaupt nicht gewachsen. New York Empire State Index dagegen ziemlich gut. Lieferzeiten noch weiter verlängert. Preise ein bisschen gefallen, aber nach wie vor in der Nähe der Allzeithochs beim Empire State Index. Und wir sehen interessanterweise, dass das Kreditwachstum in den USA nun abzunehmen beginnt. Also hier möglicherweise diese ganz große Konsumparty vorbei. Aber das kann die amerikanische Regierung nicht wollen, dass diese Party endet. Und wahrscheinlich hat Mr. Powell dann erzählt, pass mal auf, du musst jetzt die Inflation bekämpfen, da brauchen wir einen Game Changer. Dementsprechend dann diese plötzliche Wende von Jerome Powell. Jetzt will Biden aber auf der anderen Seite dieses Build Back Better Programm durchbringen. Und heute hat das Weiße Haus gesagt, also wir sind optimistisch, dass wir das noch vor Weihnachten irgendwie beschließen werden. Und dann hat Paul Krugman gesagt, in Anspielung auf Tesla, also Tesla wurde ja im Jahr 2003 gegründet und hatte sein erstes profitables Jahr im Jahr 2020, weil es eben in seine Zukunft investiert hat. Und warum sollte eigentlich die Regierung das nicht tun? Also wir investieren jetzt, wir verschulden uns jetzt und irgendwann ernten wir dann schon die Früchte. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung, eine keynesianische Wunschvorstellung. Musst du nur Schulden machen, dann wird alles gut. Daran ist schon Donald Trump gescheitert, der auch erzählt hat, oh, musst du nur eben die Steuern runterbringen, dann entsteht Wachstum. Natürlich ist das nicht passiert, es passiert nie, aber immer wieder wird es behauptet. Genauso stimmt eben das nicht, was Paul Krugman sagt. Und in Sachen Build Back Better, also dieses Infrastrukturprogramm mit Sozialgedöns, was dranhängt, ist die Frage, wie viel Sozialgedöns die Republikaner akzeptieren oder eben nicht akzeptieren. Jedenfalls alleine dieses Build Back Better Programm ist hochgradig inflationär, auch wenn Joe Biden das Gegenteil erzählt. Joe Manchin zum Beispiel, der eher rechte Demokrat oder sogenannte moderate Demokrat, sieht das ganz anders, denn es ist schlichtweg so, und hier hat Manchin absolut recht, dass zum Beispiel Firmen nur Aufträge bekommen vom Staat innerhalb dieses Build Back Better Programms, die bestimmte Löhne zahlen, also die bestimmte Lohnniveaus haben, die tendenziell eben tarifgebunden sind, sonst kriegst du gar keinen Auftrag. Du kriegst auch nur bestimmte Steuernachlässe als Unternehmen, wenn du bestimmte grüne Projekte sozusagen mit förderst. Und all das ist letztendlich eben so, dass Build Back Better, wie auch eben dann, wenn du solche grünen Projekte förderst, dann kriegst du Energy Tax Credits, aber nur dann, wenn zum Beispiel Autos, die dann umweltfreundlicher sind, auch mit sehr guten Löhnen letztendlich gebaut wurden, sonst bekommst du diese Tax Credits nicht. Das heißt, letztendlich wird all das teurer werden. Das gilt für den ganzen Solarbereich, der in den USA gefördert wird. Das gilt für eben so viele Bereiche, Batterien, Solarpanels, Autos etc. Und Joe Biden sagt ja immer, Climate Change ist uns ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass er dann möchte, dass die OPEC mehr Öl produziert. Da ist es dann also nicht so wichtig. Also wir sehen, das ist eine schwierige Ausgangslage, in der man derzeit ist. Build Back Better jedenfalls ist dann noch zusätzlich inflationär. Und wir haben zwei maßgebliche Faktoren für Inflation. Das sind die Löhne auf der einen Seite, vor allem aber auch die Mieten in den USA. Und jetzt sehen wir, dass diese sogenannten kurzfristig inflationären Dinge wie Gebrauchtwagen wieder deutlich nach oben geschossen sind, aber auch etwa Lumber,
Also Bauholz, da haben ja dann viele aus dem Camp Transitory gesagt, ja guckst du mal, Lumber ist massiv nach oben gegangen, jetzt wieder runtergeknallt, aber wir sehen, es geht jetzt alles wieder nach oben. Also diese sogenannten Reopening-Dinge wie Lumber, wie gebrauchte Autos, die sind wieder stark hier nach oben gegangen. Und was ist die Lösung, meine Damen und Herren? Wir haben das Deutsche Institut für Wirtschaft in Berlin, dessen Chef Marcello Fraccherino ist. Und hier schlägt man eine Umverteilung vor, also nehmt es den Vermögenden weg und gebt dann Geld an die weniger Vermögenden. Und da sollen alle 80-Jährigen etwa, 18-Jährigen, nicht 80-Jährigen, 30.000 Euro bekommen. Und das ist gut und schick. Damit sollen sie sozusagen ihr Vermögen aufbauen. Also das ist natürlich, wenn man so will, ein wirklich klarer Sozialismus, der hier vorgeschlagen wird. Eine Enteignung letztendlich von Vermögenden. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat gesagt, ja, aber Vermögen entsteht durch Arbeitsleistung, Engagement und Kreativität und nicht durch Umverteilung. Das ist, glaube ich, der Grundirrtum vieler, die eben meinen, dass wenn ich die Bevölkerung zwangsweise gleicher mache, dann alles besser wird. Das Gegenteil ist der Fall, dann werden die Menschen durchschnittlich eben schlichtweg ärmer. Hier Marcello Fraccia dann auch mit Argumenten in seinem Artikel, den er kürzlich geschrieben hat, die wirklich himmelschreiend sind. Er hat erstens gesagt zum Beispiel, ja die Löhne, die würden ja gar nicht groß steigen, weil die Gewerkschaften so schwach sind, aber eine Bäckerei, die eine Fachkraft sucht, die hat mit Gewerkschaften nichts zu tun, die muss trotzdem sehr hohe Löhne inzwischen bieten, um diese Fachkraft überhaupt noch zu bekommen. Das sind also Dinge, die letztendlich Marcello nicht so richtig verstehen will. Er sagt, die Hälfte der Leute haben doch gar kein Vermögen oder die haben gar kein Geld. Insofern ist das alles für die kein Problem. Also das sind so widerliche Argumente teilweise, die so an der Realität vorbeigehen, wo man sich fragt, was will der eigentlich? Warum sagt er solche Dinge? Hat er zum Beispiel auch gesagt, ja, negative Realzinsen gab es schon immer. Und hier sehen Sie mal einen Chart. Ja, es gab negative Realzinsen, aber sie sind jetzt mit Abstand so negativ wie noch nie in der Geschichte der BRD. Also das sind Dinge, die schwer zu verstehen sind und gleichzeitig sehen wir eine massiv weiter steigende Inflation durch Gaspreise. Man spricht inzwischen schon von einer Nachfragezerstörung. Die Preise steigen so stark für Gas, dass jetzt in der Überlegung ist, wie können wir Gas ersetzen durch andere Energieträger. Das sind Dinge, die immer krasser werden, sowohl den Artikel über Gas, den Sie hier sehen, als auch diesen Artikel über das DIW, also praktisch, das ist ein sozialistisches Programm, wie es in der DDR nicht viel besser hätte formuliert werden können. Die werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, vielleicht haben Sie noch Zeit vor der FED-Entscheidung, die wir um 20 Uhr bei der auf der Seite finanzmarktwelt.de abbilden werden, das Statement mit Kommentaren dazu, um 20:30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell mit einem Live-Feed drin. Sie können also dann praktisch Powell selber anschauen und meine Kommentare dazu lesen. Also zwei Artikel, die ich Ihnen unter dem Video verlinke, plus eben dann 20 Uhr Statement, die Aussagen der Fed, plus eben dann die Pressekonferenz von Powell und noch ein Hinweis morgen 18:30 mit Robert Halver, monetärer Klimawandel und die Aktienmärkte. Auch das wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Abend. Servus und ciao.